Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren da draußen an heimischen Empfangsgeräten. Zu Ihnen spricht der Bimi und wir sind zurück bei Ultimate Admiral Age of Sail mit der amerikanischen Kampagne Tritt nicht auf mich drauf. Und zuletzt hatten wir ein sehr, sehr langes, dafür wie ich finde, aber auch sehr, sehr schönes Landungsgefecht, wo wir Material und Waffen für die koloniale Armee requiriert haben, könnte man sagen. Damit dem lieben Washington auch ja nicht die Munition ausgeht. Wir schauen auf die Karte. Unser nächstes Ziel ist anscheinend das Reisboot. Die Reisboote. Die Schlacht der Reisboote. Ab März 1776 war die Lage in der Umgebung von Savannah und Hutchinson Island sogar noch brisanter geworden. Die Verhandlungen zwischen dem Sicherheitskomitee von Georgia und den Briten, die zum Ankauf von Nahrungsmitteln hergesandt wurden, scheiterten. Großbritannien hat einen Angriff auf die Insel befohlen, um den Reis zu beschlagnahmen und der lokalen Rebellion mit aller Härte zu begegnen. Es muss Hilfe gesandt werden. Da unten ist es. Und da werden wir verteidigen. Wir schauen uns einmal die Karte an. Das sind dann wohl die Reisfelder. Und wir dürfen mit insgesamt 3, 4, 5 Schiffen ankommen. Die Frage ist, wollen wir nochmal unsere Infanterie ausbauen? Wir werden erstmal reparieren müssen. Und hier Crew und so. Minimum, wie immer. 10 Mann. Ich glaube, das ist schon... Ich glaube, wir haben dafür jetzt keine Waffe sonst eingesetzt, genau. Die wir schon haben. Achso, von denen haben wir sogar noch welche in der Rüstkammer, dann passt das ja. Wir haben 31.000. Wir haben den Karrierepunkt schon ausgegeben. Genau, und wir wollen Mannschaftsheilung weiter pushen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um einmal neue Einheiten zu rekrutieren? Zum Beispiel die Marinestrategien oder die leichte Infanteriestrategie. Mit leichter Infanterie kann man wunderbar scouten gehen und Sachen für die Mörser zum Beispiel auskundschaften. Ist grundsätzlich nicht schlecht, braucht man aber auch eine große Manzer dafür, damit die nach 1, 2 Salven nicht direkt wieder auseinanderlaufen. Und man braucht für sie Waffen mit guter Reichweite. Nahkampfpferde sind dafür vollkommen wurscht. Wir sehen ja hier, wie durchschlagskräftig die Waffen sind. Uiuiui, das Ding ist super hier. Seeeinsatz 78. Aber die meisten sind nur, oder ich denke mal, alle hier sind bis 150 Meter ungefähr gleich effizient. Bei manchen bricht es schon vorher ein. Aber ich glaube, noch macht das hier keinen großen Sinn, auf leicht zu spielen. Vor allem, weil auch die Marinesoldaten günstiger sind als die leichten Infanteristen. Vielleicht sollten wir erst einmal dafür sorgen, dass unsere jetzigen Truppen mit guten Waffen ausgerüstet sind. Ich glaube, das ist momentan mehr wert. Wir verbessern erstmal unsere Truppen, die eh schon gute Waffen haben. Und auch gute Werte. Für uns geht es als nächstes wieder in den Nahkampf oder in den Schusskampf. Genauigkeit und Aufladen. Ich schätze mal, dass Genauigkeit bezieht sich dann auch auf Landgefechte. Will ich doch schwer hoffen. Bei der Anthony, die sich letztes Mal auch noch super geschlagen hat, geht auch kein Punkt verloren. Waffen sind super. 1A. Ja, und bei der Virginia reicht es mal wieder nicht. Und das Geld hier in die Reserve zu stecken, um den Trupp oder um die Stärke des Trupps beizubehalten. Naja, nee. Das ist es mir hier nicht wert. Wo wir sagen können, dass die einen super Job gemacht haben, die Mörser. Die Mörser knallen wir so hoch, wie viele gehen. Das sind dann also jetzt 5 Stück. Vorher hatten wir 4, jetzt haben wir den einen hier noch drin. Kostet uns zwar 2 Rufpunkte, aber wir können auch hier 2 Vorteile wählen. 50% Munition und Effizienz 5. 10 Ausdauer 5 Effizienz, 10 Moral 5 Effizienz.
50% mehr Munition, das ist doch ein Wort. Außerdem 25% Deckung, 200% Tarnung. Minus 10% Nachladedauer, plus 5 Feuerwaffen. Feuerwaffen und Genauigkeit. Aus dem Hinterhalt zuzuschlagen, fände ich da besser. 20% mehr 200% mehr Tarnung. Na gut, wir stellen die Eni in vorderste Front. Das wird nicht passieren. Oder ich hoffe, dass es nie passieren wird. Und deswegen brauchen sie auch den Deckungsvorteil nicht unbedingt. Ich glaube, 10 plus 10 Feuerwaffen plus 10 Genauigkeit, das macht da schon mehr aus. Und so passen die uns ganz gut. Voller wird das Schiff eh nicht. Was können wir denn dem Logistiktrupp geben? Moral und Effizienz, ja, wenn das mal nichts ist. Ist für uns vollkommen irrelevant, was der für einen Bonus hat. Interessant, dass man überhaupt welche auswählen kann. Geht's weiter zu unserer Infanterie. Also alle Infanterieeinheiten haben es das letzte Mal wirklich wunderbar geschlagen. Wir werden wieder jetzt erhöhen. Wir bauen wieder alle so auf 200 noch was auf. Erstmal 220. Und jetzt halt auch mal mit ordentlichen Waffen, die vielleicht etwas schlagkräftiger sind. Deutlich besser im Nachladen und halt im Nahkampf, ne? Kein Wunder. Und das finde ich schon wichtig. Voll aufgefüllt, 199, geht leider der zweite Vorteil flöten. Dafür mit besseren Waffen und vielleicht sogar mit der Reserve. Wir haben ja gerade Geld zur Verfügung, das macht jetzt ein Tausender aus, ein bisschen mehr als ein Tausender. Also ein bisschen viel mehr als ein Tausender. Ich rechne da gerne sehr grob. Aber dafür haben wir den zweiten Bonus noch mit. Das würde ich da tatsächlich ausgeben wollen. Ausdauer, Nahkampf und Moral. Minus Nachladedauer, minus Genauigkeit. Das ist nicht so schön. Dann lassen wir das. Plus 10% Nachladedauer, dafür Genauigkeit und Feuerwaffen. Feuerwaffen oder Nahkampf. Schwere Entscheidung in der Zeit. Es gibt immer wieder Nahkampfsituationen. Außerdem pusht es die Moral. Das macht der andere Punkt nicht. Deswegen nehmen wir das. Und ich finde, Moral ist hier noch ein deutlich wichtigerer Posten. Ja, vielleicht nicht deutlich, aber ein wichtigerer Posten als die Effizienz bzw. die Genauigkeit. Nächste Infanterieeinheit, die Jungs von Mayer, die wir Yorktown zugeordnet haben. Auch die bekommen bessere Waffen. Irgendwas mit Bajonett, von dem es viel gibt. Wir selber haben nicht viel, aber im Laden gibt's ja jetzt einiges. Wir sehen hier den Unterschied. In der Effizienz geben sie sich nichts, im Nachladen geben sie sich allerdings was. Und dafür, dass halt eines jeweils ein Pfündchen mehr kostet, finde ich das soweit okay. Und wir können hier ordentlich hochziehen, ohne irgendwas zu verlieren. Das finde ich auch super. Wir gehen wieder so auf 220, würde ich sagen. Und nehmen wieder den Moralbonus mit. Was das an Rufposten immer kostet, ey. Wahnsinn. Ähnliches Spiel hier. Plus 10 Moral, plus 5 Effizienz. Wählen wir aus. Maximal, was drauf geht aufs Boot. Und andere Waffen. Ebenfalls hier wieder das, was effizient ist. Schneller nachzuladen geht und gut im Nahkampf ist. Teurer Spaß. Aber dafür haben wir jetzt hier wirklich Top-Einheiten am Start. Naja, Top-Einheiten wäre es, wenn sie jeweils hier drei Fähnchen hätten und allesamt von Generälen angeführt würden. Aber davon sind wir halt noch ein ganzes Stück weit entfernt. 9000 Rest und schon ist jede Forschungsidee dahin. Wir können nochmal ein paar Waffen verkaufen. Können wir nicht? Doch, können wir hier. Langlands zum Beispiel, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Auf und davon. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Zwei Vierpfünder Armee Messingkanonen brauchen wir
auch nicht. Charleville 282er, wir haben jetzt keine Einheit mehr, die damit ausgerüstet ist. Weg damit. Haben wir wieder ein bisschen Geld auf der hohen Kante und das nehmen wir auch für später mit. Und mit dem, was wir jetzt hier haben, versuchen wir unser Glück in Savannah. Er landet hier mit Schiffen an, das kann man gut sehen. Und ich bin gespannt, wie viel wir hier verteidigen sollen. Wir nehmen alles mit vorne ran, was eine Waffe halten kann. Und hier unten kommt die Schiffsunterstützung mit ran. Und die Anthony bleibt zu Hause, weil sie die wenigsten Leute am Start hat. Kapitän, die Situation auf der Insel ist explosiv. Während wir mit den Briten über ihre Forderungen verhandelten, haben ein paar hitzköpfige Patrioten ohne Befehl das Feuer auf ihre vor Anker liegenden Handelsschiffe eröffnet. Zwei Schiffe stehen bereits in Flammen, ein weiteres Schiff, das die britischen Unterhändler transportiert, versucht zu fliehen. Als Reaktion auf die Briten, sofort die Flotte herbeigerufen. Als Reaktion haben die Briten sofort die Flotte herbeigerufen. Okay. Es näherten sich Kriegsschiffe, denen Truppenschiffe folgen. Die mächtige Fregatte Scarborough führt den britischen Angriff und manövriert sich in Position, um eine Breitseite auf die Geschützbatterie der Patrioten abzufeuern, die es gewagt hat, auf britische Schiffe zu schießen. Sie müssen ihre Truppen durch Savannah vorrücken lassen und die Insel verteidigen. Alle lokalen Streitkräfte stehen unter ihrem Kommando. Nutzen Sie die Miliz, um die Briten aufzuhalten und Zeit für ihre vorrückenden Männer zu schaffen. Beeilen Sie sich, Kapitän. Sie müssen die Lagerstände an Reis unter allen Umständen verteidigen, um den Briten das zu verweigern, was sie am dringendsten benötigen. Nahrung. Viel Erfolg. Der Reichspräsident. Alles klar, wir haben hier ein paar kleine Trüppchen über. Die beiden sinken vor sich hin. Mal schauen, was man hier noch so verteidigen kann. Soll es da. Stellt ihr euch da mal ruhig in den Wald. Ihr stellt euch mal da in den Wald. Und sobald wir euch nicht mehr hier halten können, dann machen wir halt da weg. Die Skirmishers, gucken mal da lang. Einfach so ein bisschen die Büsche da drüben stehen und gucken, was da so ankommt. Die haben eine Miliz bekommen, die hier einfach nur rumsteht. Die werden wir hier feststellen. Keine Ahnung, was wir da mit den Truppen anfangen sollen. Ihr kommt hier hinter. Und das macht ihr bitte auch ein bisschen flott. Nächste Miliz kommt hier hin und verteidigt da den Punkt. Noch sehr viel mehr können wir mit der ganzen Miliz ja hier nicht anfangen. Bis unsere Hauptstreitkräfte eintreten. Ihr habt beide Schiffe versenkt. Magst du auf das Schiff da schießen? Ich kann für dich kein Ziel festlegen. Ich kann dich höchstens irgendwo hin beordern. Das heißt, du musst selber wissen, wo du hinschießt. Halten, halten. Deckung hoch, Deckung, so lala. Möchte irgendwo hin, wo er mehr Deckung hat. Ja, jetzt sind wir im Wald. Natürlich nicht im Wald. Sie können trotzdem gerne versuchen, dieses Schiff da anzugreifen und es zu bombardieren. Und jetzt steht er doch voll im Wald. Anhalten, Deckung 84. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Hier zieht sich alles langsam in Richtung der Deckungsposten zusammen. Wir können auch leichte nehmen und damit hier verteidigen. Ja, sehr Einsatz, Bajonette und so weiter und so fort. Schön und gut. Wertung absolut schlecht. Höchstens dafür da, um irgendwem die Flanke zu fallen. Aber das gilt hier für alle Truppen. Absoluter Müll. Wenn ich das richtig sehe, müssen wir nur diesen Punkt hier verteidigen. Das hier ist eine schöne Wasserlinie, auf die ich nur zu gerne nur schießen möchte, wenn da Leute durchlaufen. Mal gucken, wiefern das realisierbar ist. Hier selbes Spiel, also diesen Punkt hier müssen wir halten und je nachdem, was hier so rüberkommt,
glaube, dann kommen wir ganz gut zurecht. Schaut es hier so aus. Hier wird gelandet. Und er schießt mit seinen Kanonen auf diese Position, solange wie sie nicht kaputt ist. Nehmen wir das gerne an. Im besten Fall trefft ihr jetzt hier so einen kleinen Kutter, bevor er aussteigen kann. Natürlich nicht. Schade. Dann hätten wir den nämlich versenkt und hätten ein paar Probleme weniger. Jetzt kommen die hier halt an und können da angreifen. Wir setzen euch mal mit hier hinten hin. Ihr könnt noch einmal schießen. Und danach ist für euch zick und ihr verlasst die Kanonen und wandert mit hier hinter. Reicht mir schon. Nur freigeben. Den Knopf wollte ich. Und hier hinter. Sobald ihr da in der Deckung seid, könnt ihr auch von da aus besser schießen. Ihr wollt jetzt schon schießen. Ja, Einheiten können von selber plänkeln. Auch das ist sehr schön. Und ich hoffe, ihr habt gleich ein schönes Sichtfeld und schießt da auf was. Nur trefft ihr halt nichts. Na gut, was wir machen, die ganzen Truppen sind halt Müll. Bleibt mal ruhig da stehen und schaut, dass ihr da auf was schießen könnt. Kleines Mini-Gefecht hier drüben. Ist eigentlich ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Vor allem, weil es ja nichts mit unseren Truppen zu tun hat. Seht schon, ich muss euch aus der Halteposition rausholen, damit ihr auch mal auf was schießt. Vielleicht schaffen wir es ja noch eine Gruppe aufzuhalten. Zum Beispiel die von Bly. Heunemann. Helgi. Schöner Name. Vor allem Captain Bly kommt mir bekannt vor. Wird aber bestimmt nicht mit dem Captain Bly von der Bounty zusammenhängen. Ihr wisst schon, diese weltbekannte Meuterei. Interessant ist ja, der hat es mit seinen letzten Gehilfen ja geschafft, bis nach England zurückzukommen. Und damit tatsächlich den ersten Trupp aufgerieben. Das ist super. Wann kommt denn hier eigentlich mal so langsam unsere Armee an? Ich fände es wäre doch mal nett. Wir werden es vielleicht noch schaffen, die aufzureiben. Position. Deckungsbonus so viel wie geht. Hier so viel wie geht. Leider ist eure Effizienz echt das allerletzte. Noch eine schöne Salve und dann sind die weg. Leider hat sich das Schiff hier so platziert, dass wir es mit den Kanonen hier gar nicht mehr angreifen können. Ein bisschen schade. Hier haben wir es mit den ersten Leuten zu tun. Ihr steht hier im Wald, will ich hoffen. Und der Blitz schmettert. Aber das zerschmettert noch jemand zurück. Sorgt aber gleichzeitig anscheinend für Kollateralschaden. Das ist wiederum ganz okay. Wir schießen hier. Ihr ladet noch nach. Mal gucken, ob ihr dann wieder schießen könnt. Wollt, müsst. Ihr schießt tatsächlich da raus. Und jetzt rücken wir mit euch hier nochmal vor. Zustand so lala. Rennen machen wir aus. Wenn wir euch auch noch zerschmettern, dann haben wir hier einen ganz großen Punkt gehalten. Hier ist ein kleines Schiff, was vor sich hin dümpelt und nicht anlanden möchte. Das soll uns nicht stören. Und du schaffst es tatsächlich, hier zwei Infanteriekorps hinzuhalten. Die gerade Skirmisher ausgesandt haben. Ne, Skirmisher plänkeln vor sich hin. Das sind auch Waffen, die sehr schnell nachladen können. Also eigentlich erwarte ich mir ein bisschen mehr.
Das ist eine höhere Schussfrequenz und wir verlieren das Ganze natürlich, weil hier drei Einheiten auf eine schießen. Aber die halten sie eiskalt hin. Wir rücken ja trotzdem einmal zurück. Das machen sie auch immer schnell. Wir können nur schnell laufen. Weniger gut für die Effizienz, weniger gut für den Zustand, aber gut für die Einheiten. Die können ruhig bis hier vorlaufen, dann werden sie von der Miliz beschossen, dann werden sie hier dann von den Skirmishern beschossen. Und unsere Armee ist immer noch nicht eingetroffen. Aber wir haben hier dafür gesorgt, dass alle Truppen abgehauen sind. Können wir die Kanonen übernehmen und auf das Schiff schießen? Das wäre eins erst rein. Mal, bis ihr voll nachgeladen habt. Sie schießen drauf, ja. Kriegen leider selber ein bisschen auf die Nuss, aber richten mit ein, zwei Schüssen halt auch wirklich ordentlich Schaden an. Schaut euch das an. Und wir haben da drei Einheiten zur Verfügung. Also wenn die abhauen, haben wir immer noch zwei weitere, die dieses Schiff dann kaputt schießen können. Im besten Fall. So, und hier kommen jetzt zwei Einheiten Marines an. Stellt euch ruhig mal so an diese Kante vom Wasserfeld hier an. Und da kommt unsere Armee. Die direkt hier vom Schiff beschossen wird. Na schön. Schlecht für unsere Mörser. Die ja bekanntlich nicht gerade zu den schnellsten gehören. Wir müssen das Ganze also hier händisch so ein bisschen eindrücken, dass die hier jede Deckung mitnehmen, die sie kriegen können. Die Einheiten. Und bis da nicht schon zersetzt werden. Lexington. Ich möchte dich auch gern so ziehen. Geht doch. An der Kirche vorbei. Na. Ich finde die Steuerung wunderbar, dass man genau sowas hier entspannt machen kann. Leider bleibt man damit immer wieder vor Häuserwänden stehen. Das ist dann wieder ein bisschen schade. Malen nach Zahlen war gestern, Strategie nach Zahlen. Das ist das neue Ding. Oh, und jetzt kommt ja mal richtig was an. Wir müssen auch hier drüben vielleicht mal ein bisschen dafür sorgen, dass die Skirmisher hier was abhalten. Und unter Feuer nehmen. Jetzt, wer schießt schon auf die? Ihr schießt auf nichts. Das wollen wir ändern. Ihr müsst die Position hier aufgeben und hier rüber schießen. Dann nimmt er sie wieder ein, weil ihr jetzt im Feuer steht. Die Skirmisher machen bitte von da genau das, was sie sollen. Sie halten die Position dort in den Büschen und sorgen dafür, dass unsere Armee hier genug Zeit hat, um anzurücken. Wie schaut es hier drüben aus? Es sind noch ein paar Kanoniere übrig und die zerlegen das Schiff hier wirklich. Ihr seht, was, wie stark eine so eine Landbatterie gegen ein Schiff ausrichten kann. Deswegen habe ich mich da auch ein bisschen, wenn es darum geht, solche Positionen mit Schiffen in solche Reichweiten hineinzufahren. Was ist hier noch drauf? Immer noch 300 Mann Verstärkung von der Whitby. Ist die Frage, wollte ich jetzt meine Armee langsam mal in Geschwindschritt setzen? Sind hier am schlimmsten vorbei? Ich glaube, es wird langsam Zeit. Alles, was rennen kann, soll jetzt mal hier ranrennen. Wir haben schon gut für Verluste gesorgt, so ist nicht, aber ich will gerne diesen Posten dort halten. Ist auch echt schade, wie viel jetzt schon wieder von den Mörsern draufgegangen sind. Einfach, weil diese Schiffe da auf uns schießen können. Jetzt nehmen sie natürlich den Punkt da ein, aber was soll ich machen? Scarborough sinkt. Tatsächlich.
erwähnt, im Fahren wird hier vorangerannt. Und hier wird gehalten, was zu halten geht. Notfalls drehen wir hier um mit den Einheiten. Die Miliz muss hier durchhalten, solange wo geht. Das heißt, wir müssen hier erstmal eine Front bilden. Machen das mal hier so ein bisschen quadermäßig. Na, was haben wir denn da? Kannst du schon auf die schießen? Dann mach das bitte auch. Ich habe hier keine Lust, mich Ewigkeiten mit Skirmishern aufzuhalten. Leider erfolglos. Naja. Dann geht's weiter voran für Yorktown. Und wir halten hier noch ein bisschen die Leute in Schach. Lexington wird zuerst zuschlagen. Ja, ich weiß, ihr seid erschöpft. Wir haben eure Geschwindigkeit so lange mitgenommen, wie wir konnten. Die Miliz ist noch da. Kommt mal ruhig hier hinter. Hier fliegt eh irgendwo hin, jenseits von Gut und Böse. Komisch. Ja, die Mörser können wir darauf schießen. Das passt schon. Dann nehmen wir die beiden Milizen hier und ziehen sie wieder zusammen. Das Schiff sinkt weiter. Wir nehmen mal diesen Punkt hier ein. Für die Vorräte. Und sobald das geschafft ist. Oder wir können eigentlich auch vorher schon euch beide so zusammenziehen. Nehmen die Vorräte ein. Sorgt dafür, dass ihr voll aufgestellt seid. Und dann ziehen wir euch hier rüber. Dann dürft ihr euch ebenfalls am großen Schlacht mit beteiligen. Und hier nerven mich die Skirmische. Aber sowas von. Keine Ahnung, warum die Miliz unbedingt da so lang flüchten muss. Und hier müssen wir anhalten. Und uns breit aufstellen. Reserve. Reserve. Ja, die sehen wir eh nie richtig. Weiter geht's, komm. Kann er schießen? Traut er sich das? Traut sich nicht zu schießen. Alles klar. Da kommen unsere nächsten Truppen. Selbes Problem hier. Alle sind sie erstmal in Reichweite dieses Schiffes da drüben. Also schicken wir sie erstmal alle hier hin. Außerhalb der Reichweite des Schiffes. Alles zusammensetzen und dann können wir weiter marschieren. Und der soll halt da so neben uns herlaufen. Wenn er nicht schießt, ist das nicht unser Problem. Du kannst bereits auf die Füsiliere schießen, dann mach das doch auch. Setz einfach einmal das Zeug ab. Stellst dich hier auf. Und schießt einmal auf die, genau. Lohnt sich vielleicht doch mal. Dass wir euch da irgendeinen Bonus gegeben haben. Ja, da ich zumindest diese Skirmisher da beseitigen könnt. Schießen wir auf die nächsten Einheiten. Ihr nehmt diese Position ein. Ihr habt eh kein Ziel mehr. Und die kommen nicht näher. Das heißt, wir können die Truppen hier abziehen. Nehmt noch kurz, wie schon gesagt, die Munition mit. Macht Milizsachen. Die andere Miliz hier schaut, dass sie irgendwie wieder zurückkommt. Über das Reisfeld, hier die Seite entlang hin zu anderen Reisfeld. Die Mörser sind mal wieder ihr Geld wert und zerschlagen alles. Alte Position für die Deckung. Nicht zu vernachlässigen. Die Marines hier sollten dann irgendwann aufgelöst sein. Und hier haben wir zwei volle Schiffskompanien, so voll wie geht. Haben wir schon ein paar davon verloren. Und dann müssen wir langsam daran denken, dass wir diesen Punkt wieder zurückerobern sollten. Hier nehmt mal wieder euer Material auf. Keine Ahnung, ob die Skirmisher schon noch irgendwo unterwegs sind.
Falls ja, dann ist das so. Falls nicht, warten wir einfach, bis wir sie wieder sehen. Aha. Tada. 18 Mann, nerven sie uns. Und so schnell werden wir nicht nachgeladen, da sind sie schon wieder weggerannt. Das ist halt nervig mit den, Skirmishern. Aber das kann man so schlecht selber einbauen ins Spiel. So, aufgelöst. Ich glaube, wenn du davon wirklich mal so einen richtig nervigen 200-Mann-Trupp hast, dann ist das nicht schlecht, aber man muss ständig drauf achten. Und wenn, dann kannst du die auch nur nutzen, um halt in Flanken zu fallen. Oder um aufzuklären. Und zum in die Flanke fallen, kann ich immer noch normale Einheiten nehmen. Und zum Aufklären ist mir irgendwie fast schon das Geld zu schade. Aber vielleicht mal so mit einem Trupp, das wäre schon nicht schlecht. Oh mein Gott, einer unserer Offiziere wurde verwundet. Ein uns so lange so treuer Mann. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Könnt ihr die Fusiliers hier noch aufreiben? Ihr braucht einen Vorrat. Ihr braucht Sachen. Ihr kriegt Sachen. Die Mörser können tatsächlich erstmal da reinfeuern. Einheiten, die eh schon im Morast stehen, haben einen Nachteil. Und sind langsam. Und da flüchten sie auch schon. Die müssen nochmal schießen. Na, kommt. Nicht formieren. Kommt, ihr schafft das doch sonst auch so schön, ohne formieren zu schießen. Ach. Euch ist kein Start zu machen. Teil aus. Die Milizdivision kommt mit hier rüber. Die Mörser kriegen ein neues, altes Ziel. Irgendwo dahin halt. Langsam wird es Zeit. Wir müssen etwas vorstoßen. Norfolk wird vor Lexington ziehen. Die Jungs von Nixon. Was war das denn? Bald haben wir genug Truppen am Start, dann können wir hier ein bisschen aggressiver spielen. Da leuchtet die nächste Einheit. Ich würde eigentlich viel lieber Truppen auflösen, anstatt sie nur zum Flüchten zu bringen. Die Moral bei der Truppe ist immer noch ziemlich gut. Und wir müssen hier voranstoßen. Langsam wird die Zeit eng. Sind Marines im Wasser unterwegs? Ist eine Schiffsdivision unterwegs? Steht doch die Miliz hier drüben ganz gut, muss ich sagen. Flüchten mit 29 Mann, anstatt sich aufzulösen. Schade. Zweite Schiffsdivision macht hier weiter mittig voran. Ihr zwei kommt auch bald. Sehr viel länger können wir leider die Front hier gar nicht halten. Ihr seid nur da, um hier alles abzuschirmen. Was ihr von der Seite nerven könnt, und das macht ihr ja soweit ganz gut. Da kommt leider noch mehr, was uns in die Seite fallen kann. Dafür haben wir die beiden Schiffsdivisionen. Und dann haben wir euch. Die Schiffsdivision müssen jetzt mal einen Zahn zulegen, anders geht's nicht. Ansonsten wird das Vorankommen gefährdet. Habe ich einfach hier schon mal direkt den Befehl anzugreifen und dahin zu schießen. Und wir können die Position wieder einnehmen, denke ich. Es wird nicht Lexington notfalls tun, sondern das First Yorktown. Leider gibt die Miliz Gruppe dort nach. Das ist ein bisschen schade.
Ihr haltet den Posten hier, ihr haltet den Posten hier. Könnt das Rennen auch wieder ausnehmen in der Situation. Und ihr beide übernehmt dann hier den Flügel hier drüben. Ihr habt tatsächlich Schussfeld und schießt da auch voll drauf. Das finde ich super. Ihr sollt nicht rennen. Na. Hat doch keiner was von Chargen gesagt. Das weiß ich noch. Marines, die können wir doch sicherlich mit einem Schuss ausschalten, oder? Ist das drin? Jawohl, dann können wir ja nachrücken. Mir echt federn lassen. Also das ist ein grauenhafter Ansturm hier. Wenn man sich die Verlustzahlen mal so anschaut. Aber unsere Einheiten halten das halt auch durch, erstaunlicherweise. Wir können jetzt auch hier vorstoßen. Die beiden mal etwas entlasten. Sind die beiden sogar mal zusammen. Die machen bald auch kein Problem mehr. Das schaffen wir noch. Jawohl. Und dann können wir hier drüben mit Druck aufbauen. Da so stehen. Na, bleibt da nicht so stehen. Da lang. Hält hier die Position. Ihr ruckt hier ebenfalls nach. Ihr haltet hier weiter und das Feuer bestehen. Die Mörser schießen bitte hier drüben mit hin. Ich glaube, drei Einheiten sollten ausreichen, um hier eine Einheit zu beschießen, die irgendwo im Sumpf steht. Auch wenn es nicht die besten Einheiten sind. Aber dafür schaffen wir es vielleicht, dass die beiden hier mal nicht nur flüchten, sondern auch vollkommen aufgelöst werden. Ich glaube, das wird aber nichts mehr. Also werden wir weiterhin auf diesen Pulk da schießen. Schiffsdivision ist eingetroffen. Sehr schön. Alles, was Beine hat und rot trägt, flüchtet. Das bezieht sich nicht auf unsere Rotmützen hier. Voll nachgeladen und schießt auf nichts. Das ist schlecht, wenn der Gegner so nah steht. Drück mal da diese Position ein. Die fand ich eigentlich ganz schick. Halt da. Auf und gehe hier um die Ecke. Um da freischießen zu können, genau. Bleiben dabei, die Mörser sollen irgendwo da drüben hinschießen und die Einheiten restlos auflösen. Die Grenadiere nochmal ordentlich einen draufgegeben und sogar übernommen. Sehr schön. Gefangene. Gefangene für Lösegeld. Das beste Geld ist hier doch Lösegeld. Jetzt stellen wir uns überall so schön auf, dass wir uns hier in Deckung stellen können. Die Mörser kommen mit hier rein in die Mitte für die letzten 14 Sekunden. Der Logistiktrupp lädt sich mit auf und wir ziehen alles hier kreisförmig um das Städtchen drumherum. Was wir denn so haben. Dann lassen wir ganz entspannt die Zeit runterlaufen.
Dachte ich zumindest, aber aus irgendeinem Grund wird er nicht zurückgeschossen. Doch, jetzt schon. Aber die Mörser können jetzt von hier viel besser mitspielen. Haben die ersten schon keine Lust mehr. Nächstes Ziel. So viele Einheiten, die nicht von sich aus schießen. Das finde ich ein bisschen schade. Macht mal was. Bezahle ich nicht fürs Umstehen. Ihr seid nicht die englische Garde. Erwischt, wunderbar. Nächste. Schade, dass wir zu Beginn diese Position aufgeben mussten. Vielleicht hätten wir sie länger gehalten, wenn wir hier drüben länger mit diesen Skirmishern verteidigt hätten. Das wäre allerdings für die eine ziemliche Regierungsmission gewesen und das finde ich doch ein bisschen unfair. Ja gut, aber jetzt haben sie natürlich trotzdem aufgelöst, also was soll's. Kann ich nicht alles haben. Dennoch das Ganze ganz gut gehandelt. Am Ende wurde es ein Zeitdruckspiel und wir mussten sehr, sehr viele Federn lassen. Haben dabei auch einen Offizier verloren, das ist sehr schade. Der war gut. Und er wird schwer zu ersetzen sein. Und vor allem teuer. Wir haben es geschafft. Der Gegner hatte gut 1000 Leute mehr mit dabei als wir. Dafür hatten wir deutlich weniger Verwundete und Verluste. Finde ich gut. Infanterie oder Armeestärke 1172 und 4 Kanonen. Das war das, was wir direkt an Armeesoldaten mit dabei hatten und teilweise auch die Miliz, die wir eh schon so bekommen haben. Verwundete und Verluste da natürlich nur auf unserer Seite. 398 und leider eine Kanone. The Trope wurde verwundet. Sehr, sehr schade drum. Dafür wurde Abner Davidson zum Kapitän befördert. Matt Mayer wurde zum Kapitän befördert. Sofar Eats wurde erster Leutnant, First Leutnant. Und wir haben einiges an Waffen gerettet und sogar ein paar erobert. Schön, schön, schön. Ja, war doch wieder ein schönes Gefecht. Wir werden hier wieder alles erstmal optimal auffüllen. Die Infi hatten wir gar nicht mit am Start. Die haben also sehr gut zugeschaut. Und wir haben wieder ein bisschen mehr Geld. Wir haben einiges an Leuten hier verloren. Aber wir haben einen Karrierepunkt bekommen, nicht vergessen. Wir wollen, dass mehr Leute unsere Schlachten überleben. Oder dass dahin Schlachten überleben, wie in dem Fall gerade eben. Ja. Die Schlacht der Reisboote. Unseren Befehlen folgend haben wir den britischen Landungsversuch in einem intensiven Kampf auf der Hutchinson-Insel unterbunden und die Bedrohung eliminiert. Der Versuch der Briten, die Reisernte in ihre Gewalt zu bringen, ist gescheitert und sie haben nichts erbeutet, um ihre Garnison in Boston zu versorgen. Sie werden sich dort aufgrund von Hunger bald zurückziehen müssen. 11.300 Geld, 4 Ansehenspunkte, ein Karrierepunkt, den wir schon ausgegeben haben. Das haben wir doch mal wieder geschickt eingefädelt. Damit wären wir auch schon beim letzten Punkt in dieser Stufe. Mit der Schlacht von Yarmouth. Aber die sehen wir erst das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben.
jeden dazukommenden Abonnenten und jeden konstruktiven Kommentar und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!